Der Ort war das Eis weg. Ich könnte noch nicht so hin. Noch glatt die Dinger falsch angebracht, ey. Ich habe mich schon immer gewundert, warum ich bei dem einen Container nichts hinpacken kann. Aber ja, ist ja kein Wunder, wenn man den Container dann doch noch falsch angebracht hat. Ach ja. Prozent schon? Ah, fast. 9,5. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel wir brauchen, das ist es ja. Ja, also. Den letzten Tank haben wir nach oben hin leer gemacht, ne? Mit. Na gut, da hatten wir aber auch wesentlich mehr Gewicht noch, ne? Ja. Also, da waren wir fast doppelt so schwer wie jetzt. Also braucht man einen halben Tank. Naja. Blöd, ne? Würde vorsichtshalber wirklich gucken. Ja, doch, wenn wir. Ah, ist wieder das Risiko, ne? Warte mal, habe ich nicht hier. Mit was steuerst du denn eigentlich im All? Auch mit dem Hydrogen. Grob in die Richtung und dann dämpft noch was aus. Genau. So ein bisschen. Wir müssen ja zum Glück nicht weit. Der Asteroid ist ja relativ nah dran. Ja, ist richtig. Es war wirklich senkrecht hoch. Ja, der sollte dafür dann eigentlich ausreichend sein, aber. Ich überlege jetzt halt nur, wie wir es irgendwie beschleunigen können, damit wir schneller ins Weltall kommen. Das geht nur, wenn du noch eine zweite Maschine dranhängst, ne? Das Doofe ist, dass man leider nicht die Flaschen entleeren kann. Also die, weißt du, die normalen Gasflaschen, die wir selber nutzen. Ja, ich habe auch überlegt, ne? Jetzt wie bei der Tankstelle, dass du irgendwie mit einem Kanister irgendwas reinpackst. Genau. Das hätte auch noch was, aber. Mit dem hier. Jetzt bin ich zum Signal geflogen mit vollem Inventar, weil ich Eis dabei habe. Jawohl, schwach gehabt. Ich glaube, der. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Also so rein aus der Theorie würde ich sagen, wir hauen dort so eine Hydrogenmaschine dran, die uns die Batterien auflädt und noch so ein Hydrogen-Ding dran, damit das Hydrogen ja, schneller auflädt. Halt allein für diesen Hydromotor brauchen wir schon so viel Hydrogen, dass es sich gar nicht mehr rentiert. Jo, weil der ist extrem kostenintensiv. Ja, der verbrennt das halt viel zu schnell, ne? Das ist halt echt so das Problem bei diesem Teil. Das ist jetzt nur für einen Moment dran. Aber das Ding ist noch um einiges leistungsfähiger als der andere. Sollte zumindest das helfen. Vielleicht. Ja, doch. Geht. Zeigt es doch deutlich schneller an. Ja, auch gleich nochmal Eis holen. Ich hab erst dabei. Ich hab aufgeführt. Ja, der verbraucht auch deutlich schneller. Das ist einer aus der Meute, ne? Genau. Ich weiß bloß gar nicht mehr aus welcher, ehrlich gesagt. Fand den bloß ganz gut, weil er halt mal ein bisschen anders aussah. Den konnte man halt besser irgendwo mit einbauen. Sauerstoff, dann herrlich. Wie schnell die Dinger voll sind. 77%.
Zünder und puren Sauerstoff. 15. Naja. Es wird. Ja, ne? Langsam, aber sicher. Ja. Wird wirklich langsam. Ich würde sagen, wenn wir 50% haben, dann können wir es ja mal versuchen. Jo. Mehr als wieder runterfallen kann ja eigentlich auch nicht passieren. Richtig. Und hoffentlich kommt bald wieder die Sonne raus, dann haben wir auch ein bisschen Strom. Über die Paneele, ne? Mit Paneele. %20 haben wir fast. Das ist doch schon mal super. Ja, es sind 5% jetzt in den paar Sekunden. Jo, das passt. Das geht damals 200.000 Liter zur Verfügung im Moment. Kannst du da noch einen dran bauen? Ja, das würde, glaube ich, zu viel Strom ziehen. Aber die Batterien halten jetzt noch drei Stunden, sagt er, halten die jetzt noch. Ja klar, möglich. Hol noch so einen, warte, kein Thema. Das kriegen wir hin. Das Eis haben wir schnell geholt. Ja. So, warte. Dann hau ich den hier direkt daneben. Ja, weil die ballern halt richtig gut, ne? Jupp, das können wir wirklich gleich losfliegen. Ja, wieder zurück. Oh, wahrscheinlich sind die Drohnen noch da, ey. Die warten auf uns, jawohl. Das war jetzt aber auch ziemlich knapp. Eieieiei. Die haben sich im Tarnmodus auf die Lauer gelegt. Na, die kommen wieder, das ist sicher. Dass die halt permanent dann irgendwann ankommen, ne? Ich kenne die ja noch nicht. Anscheinend mögen wir uns jetzt auch schon nicht. Naja, nicht so wirklich. Na gut, wir haben auch ein paar Basen hier kaputt gemacht, ne? Oh, zack, leer. Na, guck mal, 26% schon. Wir hätten eine Pipeline legen sollen. Ja. Dafür ist jetzt zu spät. Jo. Lebende Pipeline. Viele Hände, schnelles Ende, ne? Ja. Na, wie der singende Geschirrspüler, ne? Oder der singende Beifahrer, ne? Dieses Ersatzradio. Ja. Wir brauchen keinen Geschirrspüler. Mein Mann möchte das selber planen. Da siehst du den Mann daneben stehen mit einem sauren Gesicht. Wer spürt den schon gerne ab? Ich nicht. Oh, 33%. Yay! Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ich würde sagen, das ist jetzt schon. Ja, das ist okay. Wie lange halten die Batterien noch? Was sagt er? 2 Stunden. Ja, ist Wahnsinn, dass der doch so wenig verbraucht gerade. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Aber das ist gut. Die Solarmodule, die könnten langsam mal Strom geben, ey. Ja. Wo du es gerade sagst, ich habe hier oben schön wieder diesen Lichtbug. Wenn ich leicht nach links drehe, dann wird der Felsen oben schon beleuchtet. Nice. Also muss man sich rausmachen, das ist nicht schlimm. Das ist eher lustig. Ja. Das sieht schon cool aus, ey. Die wir uns halt so was gemacht haben, ne? Mit dem Turm da oben hier, mit dem Windkraftwerk. Aber wir haben hier schon ordentlich gewerkelt. Oh, oh. Das wäre jetzt äußerst ungünstig.
Ah, wir haben ja die Geschütze zum Glück. Batterien noch 1 bis 2 Stunden, jawohl. Wasserstofftank 40%. Ah, das ist super. Haben die noch Munition, die Geschütze? Sollten jo, sie. Tschüss. Gut. Ja, dann haben wir eine halbe, also wenn wir bei 50% sind mit 500.000 Litern. Naja, wenn wir jetzt 2 Minuten länger warten, ist auch nicht schlimm, ne? Ich wollte gerade sagen, es geht ja jetzt. Ist ja schnell voll. Ja. Können wir es irgendwie dann auch transferieren? Den Rest? Was meinst du? Dann in das andere Raumschiff? Ja, müsste ich einen Verbinder dran bauen, aber das ist kein Problem. Das könnte man machen. Das, was man Eishauben bei dir dann reinschmeißen, dass der schon wieder noch produzieren kann? Genau. Dann können wir ja alle Frachträume, die wir irgendwo haben, mit Eis voll bombardieren. Na, so viel habe ich ja extra nicht reingemacht hier. So viel Frachträume, dass wir nicht zu schwer werden. Der eine Generator ist gleich ohne Eis. Weiter. Ich bin schon dabei. Jo, der war gerade leer. Nein, wir vergeuden Zeit. Ist nicht schlimm. Doch, ich sehe das total tiefenentspannt. Ich wollte gerade sagen, solange wir irgendwie wieder hochkommen und nicht gleich dann wieder von Drohnen heimgesucht werden. Was ist, ich werde mal gleich noch kurz ein Survival-Kit dranpacken. Ja, das wenn irgendwas ist, dass wir dann oben wieder starten, ja. Und ich nehme alles für eine Kryokammer mit. Jo. Naja, Survival-Kit reicht doch. Ich müsste ja dann dort oben wieder starten. Ja. Ach nee, ich... Gab's nicht noch eine Kryokammer für kleine Raumschiffe? Ach, keine Ahnung. Ich hab sowas noch nie gebraucht. Ist ja das Schöne, wenn du selber der Hoster bist. Du kommst ja da wieder raus, wo du dich ausgelockt hast. Oder dort wieder rein, wo du raus bist. Na, das ist halt wirklich ein Vorteil, ne? Ja, und beim Multiplayer ist halt... Ich bin dann jedes Mal... Ich weiß nicht, bei dem nächsten Survival-Kit? Oder bei irgendeinem? Kann ich wählen? Beim Beitritt kannst du ja auch wählen, wo du raus willst. Oh, unbekanntes Signal. Abwechslung. Was fällt gleich runter? Naja, komm erstmal runter, das dauert wieder. Nee. Schüttelt gut auf. Okay. Ah, also die letzten 500 Meter, dann geht der Fallschirm auf. Yippie! Naja, gut, ich hole nochmal Eis. Mach das. Boah, vorsichtshalber 2 Kryokammern, weil es sieht nämlich gerade ziemlich stylisch aus mit 2 Stück. Schick. Ja, aber ich habe gerade gesehen, dass die Kryokammern für kleine Raumschiffe echt cool aussehen. Wie jetzt? Ich muss gleich angucken. Mobile Drilling-Plattform. Besser als die großen. Ja. Kommt näher. Ah, fliegt weit genug weg. Wie weit sind wir jetzt? Was sagt er? Na, wir sind bei 70%. Oh, da können wir gleich los. Survival Kit machen wir auch nochmal dran, vorsichtshalber. Kann ja auch nicht schaden. Gut, dann hole ich mir nochmal das unbekannte Signal da vorne und dann...